Umzugsmann. Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, eine neue Folge Raid am Mittwoch in der Umzugsedition. Mein letztes Hemd ist weg, das heißt, ich habe nicht mal ein Hemd an. Aber da sitzt der Greenscreen, den viele YouTuber immer benutzen in ihren Videos. Der Greenscreen. Jetzt wisst ihr auch, wie es aussieht hinter den Kulissen. Ramses gibt euch die Tipps. Der zeigt euch nämlich immer alle Geheimnisse des Internets. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Wir sind nochmal hier und das wird die allerletzte Folge Raid am Mittwoch. Am Donnerstag sein. Es ist zwar gerade Mittwoch, aber ich lade es am Donnerstag hoch, wenn wir auf der Meile sind. Und ja, dann anderes Setting, anderes irgendwas, weiß ich gar nicht, was, wie, wo. Jetzt aber nicht lang schnacken, Greenscreen in den Nacken und dann braucht der Thomas sich das gar nicht angucken, weil der jetzt schon alles hört. So, angefangen hat die Woche hier beim Porno Pfirsich mit einem 100% Lugia 2115 aus Osterwiek, Sachsen-Anhalt. Ihr werdet viele Lugias sehen, das hat richtig gut, die Leute haben abgesahnt, sagen wir mal so. Gab es überall 100er Lugia. Speck und ich sind endlich Glücksfreunde geworden. Der hat damals beim Gewinnspiel mitgemacht und eigentlich das Shiny Pikachu vom GoFest 22 gekriegt. Und jetzt gefühlt ein Jahr später sind wir Glücksfreunde geworden und ich durfte ihm endlich das Pikachu rübertauschen. Dankeschön, sagt Henry mit einem Shiny Lugia. Henry auch noch mit einem Nuller Stolunior. In letzter Zeit habe ich die Nuller ja rausgelassen. Fand ich nicht so attraktiv, aber da die Folgen wieder länger gehen sollen, nimmt man auch sowas mal mit rein. Henry außerdem gerade bekommen Shiny Milza in der Wildnis. Sieht auch fett aus. Noch fetter, nur der Trade mit Beer Benny, denn endlich habe ich es geschafft. Nach 180 garantierten Lucky Trades mein 100%iges Regi Eis zu bekommen. Jetzt habe ich Eis, Steel, Rock und Gigas in 100%. Muss nur noch gepusht werden. Und nächstes Ziel, Caporiki. XL sind voll, jetzt wird Caporiki Lucky getradet bis zum Umfallen, bis es 100er wird. Ich freue mich schon auf Capokime, Capotoro, wenn die kommen. Da kann ich die XL vielleicht voll machen, mal gucken. Und wenn ich die nicht bekomme, dann auch wieder traden. Das ist immer so meine Herangehensweise. So, dann ein 100% Lugia bei Shenaya mit Wetterbrust. Ein 100er Wommel, 93 WP. Ist auch schon ein Wommel, Thomas. Ja, aber kein 100er. Kein 100er. Ja, 100er habe ich auch nicht. Fällt mir ein, das wäre ja auch was, was man für den Lucky Trade wieder einmal braucht. Aber man nicht unbedingt jetzt für einen Spezialtausch nutzt. Ne? Ja, ist ja eh keiner, wenn das... Ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich würde meinen eigenen Account mal opfern, bis der drankommt, mal zu traden. Kann ich auch mir garantiert schnell eins rüber geben. Spart auf jeden Fall Zeit. Habt ihr schon einen Lucky Wommel? Schreibt es mal in die Beschreibung, in die Kommentare. Jenna nochmal mit dem Shiny Skobbel, Shiny Chanera mit Blumenkranz. Gibt es ja jetzt im Event wieder. Gefühlt an jeder Ecke. Das Pokémon wird auch immer mehr entwertet. Sie hätten ja eigentlich überall jetzt die Kirschblüten dranhängen können. Und den Blumenkranz halt nur exklusiv letztes Jahr. Statt den zu wiederholen und bei anderen das aufsetzen und dann wieder hier und dann wieder da. So. Dann haben wir nochmal Meryl bei der Reike, 100% mitgenommen. Shiny Flurmel, 100% Galoppa beim Markus, 89. Shiny Rettern bei Markus, Shiny Sandan. Dann haben wir McMaggie mit einem Shiny Branawarz. Erinnert mich auch ein bisschen an Thomas, guckt euch das an. Wieder gerade hier mit wegen der grünen Farbe, ja. Ich zeig mal kurz grüne Farbe, das ist natürlich der Greenscreen. McMaggie mit einem gebrüdeten 100er Mamfaxo. Da gab es ja erstmal, wusste nicht, schlüpft jetzt Owei aus den Eiern oder Mamfaxo. Da war ein Bild von Mamfaxo, es stand Owei drunter. Es ist natürlich Mamfaxo. Also Owei hätte zu Ostern gepasst, zu dem Event. Mamfaxo ist jetzt aber natürlich viel besser. Wer da noch keinen Shiny hat oder wie hier ein 100er. 100er Babys niemals entwickeln, lasst die so. Ihr könnt die Entwicklungen ja so fangen oder raiden oder machen oder tun. Aber die Babys als 100er immer was Besonderes. 1, 2, 3 geht hier. Homespawn Glück. Shiny Ditto, Shiny Skobbel, 0% Sherim, ja, ich lese einfach mal vor, wie es da steht, 0% Korpisch und Shiny, kann ich gar nicht lesen, weil es so klein ist,
Wismur, wenn ihr versteht, was ich meine. Clean Number bei Collector, jetzt genau 150.000 Pokémon. 105, ist das viel? Eigentlich klingt das nicht so viel, aber da müsste 150 Millionen stehen. Das wäre richtig krass. Aber ich weiß gar nicht, wie viel der Thomas da hat, wie viel ihr da habt. Wie viel habt ihr bei Collector? Schreibt's mal rein. Weiter haben wir hier ein Krypto-Shiny-Lavita. Ein Krypto-Lavita, was ein 100er werden würde. Ein Krypto-Teddy-Ursa, Mukro und Spoink, die auch alle 100er werden würden. Feierlicher, sommerlicher Tag. Sarina hier, 100% Wablu, Raupi, Taubsi, Shiny-Krypto-Lavita. Nochmal Sarina. Rest war eine echt nette Woche. Danke nochmals für das Lugia. Hat ja also auch ein 100er Dusselgur, ein Krypto-Teddy-Ursa, was ein 100er werden würde und eben ein 100er Lugia. Das können wir auch nochmal hier zeigen. Groß und fett mit 4186 WP, Pfalzdorf, Thüringen. Dann aber Borki, habe ein behindertes Taubos ohne Flügel, weil das einfach keine Flügel hat. Das ist so genial detailliert und treu gehalten, dass auch im Schatten des flügellosen Taubos kein Schattenflügel ist, weil es ja keinen Flügel hat. Das nenne ich sehr verliebt ins Detail. Borki aus dem Raid in der Raid-Gruppe, erstes Hundo von dir. Unschönes Andenken an Hibu. Ne? Bald, wo es keine Hibu-Raids mehr gibt, weil Hibu ist dann... Ramses hat Hibu-Verbot, erinnert mich an Adi Schatz. Der kratzt schon wieder rum. Tobias R., so habe ich den Satz eben gar nicht zu Ende geredet, hat mir so viel geschickt, da müssen wir uns auch mal fix durchwursten. Krebskorps, Vegimag, Dittol, Slimer, Gladiandris, Nubbel, Haspiror, Igamaro, Hopspros, Wablu, Shiny. Dann Terrybark, Tauboga, Taubsi, Hopspros, Rabauz, Yorklev, Shiny. Und dann 100er, Vegichita, Unra, Tütox, Granbull, Leufeo. Ich hätte an seiner Stelle da schon ein bisschen aussortiert und Sachen, die jetzt nicht so krass sind, weggelassen und andere Dinge, die ich viel besser finde, dass die größer ins Bild reinkommen und einfach mehr auffallen. So wollte ich nicht alles einzeln, hab's so und jetzt haben wir den Salat. Snubbull, 100er, Slimer, 100, Dictry, Logok, Erlöst, Knofenser, Snubbull, Kassatur, Staralili, Landturn, Klibungel, auch alles 100er und dann nochmal Zappla... Hey. Leck. Thomas kennt sich aus, wenn es um Lecken geht, ne? Das kleine Schleckermäulchen und der Perverse in einer Person. Zappla, Leck, Lampi, Bandimos, Maske, Regen, Quaff, Waff. Sagt man wirklich so, ja? Nicht Käufwaff, sondern Quaff. Ist wahrscheinlich wieder Französisch, genau. Psyana, Altaria, Ultrigaria, Bandimos. Das hätte ich extra eingereicht. 100% Krypto Abra. Deswegen habe ich es extra nochmal abgescreent. Sowas war letzte Woche Schocker der Woche, 100% Krypto. Das ist zwar nicht so nützlich wie das Tarnel, aber es ist trotzdem ein 100%iges Krypto. Jetzt würdet ihr sagen, Schocker der Woche genau, aber ich habe was anderes. Oh, 100% Shiny Krypto. Das ist natürlich noch besser für Räder Mittwoch vom Tobi. Aber wenn ihr das jetzt schon seht, dann wisst ihr ja auch, dass es nicht der Schocker der Woche ist. Aber es ist natürlich nochmal eine Steigerung zu einem 100er Krypto, ein 100er Krypto Shiny. Da wird sich der Tobi jetzt erstmal in den Bobs zwicken und sagen, was? Was sollte noch besser sein? Und ich weiß jetzt heute schon, das ist die April Edition, da wird die Nation wieder mal gespalten. Gleichzeitig hat er noch aus dem Abenteuerrauch hier dieses Lavados bekommen. Dieses Galalavados. Hast du eigentlich schon die drei Vögel? Ich habe nicht einen. Nicht einen hat er. Wie viel habt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Alexander Aringer, endlich Shiny Fidilu. Endlich ein 100er Gold King. Endlich ein Timo Rüger mit Shiny Lugia. Der will ja heute übrigens auch kommen. Weil er ja morgen mitmachen will. Und der Fahrer. Da müssen wir ja gar nicht mehr laufen. Dann haben wir noch Blue Grizzly für Mittwoch. Oha. Und jetzt sage ich, das fand ich auch mega krass. Der zeigt uns hier ein Wetterbrust Lugia am 1.4. und ein nutzloses, also ein brustloses, sorry. Ein brustloses Lugia am 1.4. auch 100%. Beide 100% am selben Tag gefühlt back to back, weil der wurde hier um 22 Uhr circa 21.15 geredet.
mit den WP und 22:31 im nächsten Raid back to back mit Brust. Das ist krass, oder? Ja, aber ein 100er Krypto ist besser. Ein Shiny 100er Krypto ist aber noch besser. Und da streiten die sich. Und wenn sie drei streiten, da freut sich der Green Screen. Deswegen machen wir schnell weiter. Daniel Love, yes, yes, 100er Jokre. Krypto Shiny Tane, Shiny Flecknoir. Das hätte ich eigentlich löschen können. 98er Krypto Donphan. Würde ich eigentlich gar nicht mit reinnehmen. Aber da sind ja so viele Sachen heute drin. Deswegen, ja. Shiny Krypto Slimer, Shiny Krypto Gramurx. Die ganzen Pokémon, die er mir mit GBL-Werten geschickt hat, habe ich auch nicht reingenommen, weil davon habe ich eh keine Ahnung. Dann fangen nämlich die anderen an, auch GBL-Werte zu schicken und ich denke, das ist doch schlecht. Und dann heißt, nee, das ist Rang 1. Da unten läuft der Heinz. So. Das ist ein Oladet 100, ein Mega-Taubos. Ne? Gehen wir mal schnell rein. Ein erlöstes Skumtank in 100%. Ein Shiny Volto Ball. Hat er mir auch eine Geschichte dazu erzählt, wie immer mit der Freundin dann gebettet wird. Ich werde niemals das und das kriegen und sonst was. Ich krieg das aber vor dir hin und her. Und sie dachte immer, sie kriegt und er hat dann einfach immer bekommen. Und das schon mehrere Male immer. Es geht um ein bestimmtes Pokémon. Er bekommt das immer vor ihr. Jetzt war es beim Elektro Ball wieder soweit. Volto Ball, sorry. Meltan, Shiny, immer noch. Daniel Love. Ursaring, Krypto, Shiny, immer noch. Daniel Love. Sören Azubi. 100% Shiny Lugia, Schocker der Woche. Nee, schockt euch nicht mehr, ihr steht auf Kryptos in 100, deswegen gehen wir weiter zum Selal. Der hat mir auch wieder einiges geschickt, das werdet ihr daran noch sehen. Erlös ist 100er Enton, dann hier ein super Bild, was jetzt wohl als Meme öfters rumgeht. Der geschminkt wird zu einem Clown und links immer der Text dann, I hate Master League. It's so expensive and battles are way too long. How should free-to-play or new players ever compete there? I play Little Cup! Woo! Und dann ist er ein Clown. Verstehe ich nicht. Habe ich aber mit reingenommen. Selal hier, 100er Fluffeluff. 1. Ich dachte immer, Selal ist krass und spielt seit 300 Jahren und hat jetzt das allererste Fluffeluff erstmal registriert und gebrütet, aber dann direkt ein 100er. Das ist ein zweiter Clown. Dann hat er noch ein Shiny Knofensa, Shiny Ponita. Dann Expectation, Pokémon Stampede im Central Park, dass da alle rumstehen, aber Reality, Lobby leer, null, ne? Null. Aber das kennt man ja auch, sehr schön gemacht. Dann Selal nochmal 100er Hypopotas, hier weiß ich auch nicht, was das ist. The MD Botico, das war eigentlich einfach nur ein, boah, guck, das ist das Thumbnail. So, das Thumbnail auch schon fertig, in guter Dani, der dicke Manier. Dann haben wir 100% Ele Zeba, Shiny Serpifeu, Shiny Tentacher, Shiny Lambi, Shiny Ponida, 100er Drassler, Shiny Charmian, Shiny Charmian, 2.0, Back to Back. Dann wieder ein Meme. Was stimmt mit ihm nicht? Oder was ist los mit ihm? Er hat alle 5 Daily Remote Raids gespielt, ne? Also er hat seine 5 Fernraid-Pässe verbraucht für den Tag und liegt jetzt nur noch in der Ecke und stinkt, weil er kann jetzt nichts mehr machen. Das ist eine Szene aus Harry Potter mit Pokémon-Mützen und Handy und ja, so geht's vielen. Oder auch das ist beliebt, das sehen wir so oft, der Wolverine im Bett und jetzt trauert er natürlich dem Bundle hinterher für 250 Coins. Nochmal Selal, Lugia, Shiny, Hopspross, Shiny, Boomy, Shiny, Arctos, Dani, Shiny, Owei, Zapdos, Annika, Shiny, Haspiron mit Blumenkranz. Benjamin hat in der GBL richtig gut abgesahnt. Geht gleich gut los. Die Kampfliga mag mich heute und die Kampfliga gönnt richtig. Der Dreiteiler demnächst auf Netflix. Da hat er nämlich einen Shiny Lapras bekommen aus der Kampfliga. Dann hat er einen 98er Milzer bekommen aus der Kampfliga. Und dann hat er einen Shiny Lugia bekommen aus der Kampfliga. So, dann hat er noch ein Trio gemacht mit Lennart. Trio mit Lennart, die Elektro-Pokémon, wie auch Lennarts Gesteins-Pokémon, hatten keine Wetterbrust. Hier, Super Natural, Lennart, Benny, 18 Sekunden, Restzeit sind drin, haben sie aber. Ich habe auch ein Trio mit Lennart gemacht. Und nach 4 Versuchen war der Pass weg, wir haben es nicht geschafft. Grüße gehen raus, Lennart, und dann haben wir irgendwann ein anderes gemacht mit Brust. Und dann haben wir es geschafft. So, aber der Pass von dem anderen war natürlich Cumulus, Shiny Lugia, Shiny Flapterix, na da ist er endlich, Shiny Haspiror,
100% D-Trend, Glückstausch auf dem Kleinen in Lucky, Lenzard, danke für das 100er. Auch mitgemacht hier bei rechts für Zuschauer, glaube ich. Das 100er mit Wetterbrust mitgenommen. Leider nicht am Main. Hätte am Main gern eins mit Blumenkranz, Shiny, Toggle, Tick. Ne? In der Wildnis hier fangen. Wieder schön zusammengeschustert. Ich habe wieder das Spiel kaputt gemacht, schreibt der Lenz Hart. Der hat nämlich einfach wieder mal das Doppel-Pikachu-Penetration-Pack gebucht. Henry, danke, Shiny Nummer 2, Hugia, Master Gossi freut sich hier, die hat mit Jennifer ihren kleinen Glückstausch gemacht, hat jetzt ein 100er Zapdos Lucky bekommen, also viele 100er Legendäre hier auch drin, Kismetica Sotic, Shiny Dummiesel, Shiny Haspirohr mit Blumenkranz, finde ich immer noch cool diese neue Ansicht, Baloo, Shiny Snubbel und Flunschlick plus Shiny Lugia, plus Baloo, 100er Azurill und Shiny Vonera Blumen, Kranz, Feuerwerfra, 100er Glücksponita, 100er Scampisto und Carlito. Der hat übrigens gesagt, schöne Grüße an den Greenscreen gestern. Der wusste nämlich schon, was du heute anhast. Jetzt habe ich es ausgerichtet, ihr seid die Zeugen und deswegen Carlito auch 100%. Lugia in Berlin. Achso, Carlito ist noch gar nicht fertig. Der hat auch noch hier Skobbel, Flamjaupo, Banzo, Mega Schlapper als 100er und Shiny Krypto, Kramurks. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, Adi Schatz, ne? Spaß. Hier haben wir Selal. Mit dem Schocker der Woche, 322 Nachrichten schon wieder für Räder Mittwoch. Dann sind 20 davon Pokémon Go und 300 sind irgendwelche blöden Facebook-Sprüche. Und das wird von Woche zu Woche schlimmer und immer mehr. Thomas sagt gleich wieder, Selal raus. Aber das, weil April ist, Scherzen ist natürlich nicht Schocker der Woche. Über den Schocker der Woche regt ihr euch nämlich noch mehr auf. Der kommt nämlich vom 123-Kit und ist dieses Shiny, legendäre, mysteriöse, brutale Ultrabestien-Pokémon in der Wildnis, im AR-Modus, aus dem Abenteuer Rauch. Thomas weiß zum nicht, was es ist, das ist sehr gut, da muss er es doch gucken. Aus dem Abenteuer Rauch, in der Wildnis, Shiny. Das lassen wir jetzt so stehen. Das war Raid am Mittwoch in der Super Sonderedition, in der Umzugsedition. Und ja, ich könnte ja den englischen Namen vorlesen, aber du guckst ja dann nochmal nach. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Greenscreen, weil ich dich so lieb hab. Sag nochmal Hallo. Hi. Er hatte nur einen Job, Hallo zu sagen, und er sagt Hi. Wir warten jetzt noch auf Shenaya und auf Hannes und auf Timo, und die kommen heute alle. Und morgen dann mit dem Fahrer auf die Abschlussmeile durch Hibu oder so. Und dann, ja, mal gucken, ob wir den Greenscreen mitnehmen, um den Hintergrund auszubessern. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.